So, willkommen. Wir machen heute mal wieder ein Video für YouTube. Das ist gleichzeitig Training in meinem Dojo, also für meine Mitglieder. Wichtig ist, heute habe ich mal vor, ein richtiges Schweigetraining mit euch zu machen. Okay? Es wird hoffentlich saumäßig anstrengend, aber auch hoffentlich spaßig. Wichtig ist, dass ihr probiert, so weit mitzumachen, wie es geht. Unser Hauptproblem in der Corona-Zeit ist ja, dass wir eigentlich nicht auf 100% trainieren können, weil wir im Wohnzimmer sind, weil die Kinder drüben schlafen, weil wir nicht springen können, weil wir im Mietshaus sind. Wir haben so viele Probleme, die uns vom Training abhalten. Und wir werden dadurch eigentlich immer schwächer und auch konditionell immer schlechter. Mich eingeschlossen. So, deswegen das Training, was wir heute machen, ist nicht unbedingt schwierig, aber es ist mit viel Kraftübungen verbunden. Wenn ihr nicht mehr könnt, also ihr seid wahrscheinlich eh alle stärkerlich, wenn ihr nicht mehr könnt, dann einfach mit der Übung aufhören und dann wieder einklinken. Wenn es euch eh zu viel wird, was Dankeschön für so weit, wie ihr mitgemacht habt. Wenn ihr Knieprobleme habt, wirklich nicht muskulär, sondern in den Knien, dann müsst ihr arg aufpassen, weil es wird sehr beinbelastend unter anderem. Ich habe heute einfach so Ideen, ja, die möchte ich mal mit euch ausprobieren. Und die wollen wir mal machen. Ja, also freut euch mal drauf. Es soll richtig zu einem Muskelkater führen, den man auch im Wohnzimmer sich holen kann, mit so karate-typischen Sachen. Und machen wir einfach mal mit. Ja, schön. Also, erstmal von hier. Wir grüßen ab. Achtung. César. Moxo. So, Yame! Schommeli! Re! Kritz! Os! Okay, schön. Wir fangen an. Groß die Arme wieder kreisen. Die Knie bewegen sich. Mit! Okay, noch 3, 2, 1. Und nach oben strecken. Und lang machen. Schön hochkommen. Gut. Und von hier dann in die andere Richtung. Und wieder. Große Kreise, Schultergelenke groß bewegen. Und die Knie gehen mit. Und 5, 4, 3, 2 und 1. Gut. Auslockern. Schön. Jetzt die Arme nach vorne werfen, dass die Ellbogen bewegt werden. Dann tun wir sie zur Seite werfen. Dann tun wir sie nach oben werfen. Schön. Und jetzt wechseln wir einfach immer ab. Wenn jemand durcheinander kommt, ist gar nicht schlimm. Nur viel bewegen im Ellbogen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und auslockern. Schön. Ziehen der Mobilisation. Wir gehen tiefer, Becken groß kreisen. Wir ändern die Richtung und wir ändern sie noch einmal. Schön. Jetzt wieder bis 5 selbstständig so bewegen in der Hüfte, wie es euch Spaß macht. 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Wir stehen auf einem Bein stabil, das andere Bein schwingt. Schön ein bisschen Mut haben. Wenn ihr beweglicher seid, einfach richtig hoch damit, schön hin und her. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Schön. Die andere Seite. Wieder stabil stehen. Wir fangen an zu schwingen. 1, 2, 3, 4 und 5. Gut. Im Kniegelenk, das heißt die Ferse schön hochziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und mit dem anderen Bein natürlich das gleiche. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Gut. Jetzt tun wir ganz locker uns bewegen nach vorne. Maigeri nach hinten, Ushiro Geri. Ja? Einfach so schnappen. Jetzt mal gleichzeitig Knie und Hüfte bewegen. Das ist ein Bambi-Seitens-Übung.
und schön schwingen. Gut, andere Seite das gleiche. Gar nicht so hoch, es kommt mehr auf die Bewegung in den Gelenken an. Okay, und wieder auslockern, Hüfte nochmal bewegen. Schön, dann den Nackenbereich aufrecht, also ja sagen. Ja zum Trainer sagen, wir wollen uns anstrengen. Gut, gerade stehen, Hinterkopf ist höchste Stelle. Jetzt nein sagen, nein, wir sind keine Schwächlinge. Wir wollen uns anstrengen. Schön. Jetzt zähle ich wieder bis 5 und ihr macht, was eurem Nacken gut tut. 1. Selbstständig spüren. 2. 3. 4. Und 5. Gut. Dann gehen wir nach unten wieder und machen kleine Bewegungen in den Knien. Von hier bis ganz runter kommen, Beine strecken, 1 und 2, die Hände bleiben am Boden, 3, 4 und 5, gehen zurück und kommen wieder hoch, strecken uns, werden groß und auslockern, schön, gut. Letzte Bewegungssache, hier gerade stehen, die Wirbelsäule rund machen, also nicht in die Hüfte abknicken, sondern in die Wirbelsäule, die Stirn will zum Bauchnabel. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Schön, wir bleiben so, die Hände bleiben hinterm Kopf. Dasselbe seitlich, den Ellbogen hier in die Rippen reinbekommen, nicht da unten abknicken, ja? Ganz die Wirbelsäule nur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr schön. Letzte, wir verdrehen die Wirbelsäule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Und auslockern. Noch ein bisschen zu springen. Locker werden. Okay, gut. Wir fangen an mit Kata. Wir haben das letzte Mal schon gemacht. Wir nehmen uns nur von jeder Kata den Mittelteil, wo man nach vorne zum Hauptkampfrichter hinläuft oder zum Prüfer. Und hänge die später aneinander. So, erste Kata ist Heian Shodan, okay? Da geht es nach den Tsuki, 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 Tetsui, Tsuki, kommt Gedan-Bereich und dann kommen 3 Adi-Uke, ja? Also, schöne Bewegung. Auf die Kata konzentrieren. Und Kamai, Gedan-Bereich. Jetzt kommen 3 Adi-Uke. 1, schön nach vorne. 2, wenn ihr keinen Platz mehr habt, macht ihr Kirikaeshi. Ansonsten 3. Von hier wieder mit Gedan-Bereich wenden, Mawate. Und das gleiche noch einmal. 1, 2, 3. Gedan-Bereich. Gut. Jetzt deutlich schneller, deutlich stärker. Ich. Nisan. Sehr schön. Gedan-Bereich. Und zum letzten Mal, so schnell und stark wir können, ich, Nisan, Mawate, Yame, und Naole. Schön, und ein bisschen durchatmen, lockern. Gut, wir kommen zum ersten Kraftakt, 10 Kniebeugen. Wir tun beim Hochgehen uns richtig groß strecken, ja? Also versucht schön runterzukommen, geschmeidig runter und jetzt bis auf die Ballen hoch und groß werden. 1 und runter. 2, runter. 3, runter. 4 und 5 und 6 und 7 und 8.
Schön. Okay, gut. Jetzt machen wir die gleiche Bahn noch einmal stark. Und danach gehen wir in die Niederen über. Okay? Ihr werdet es merken, wenn wir soweit sind. Parat sein. Drei Schritte brauchen wir. Vier mit jeder Reihe. Sonst müsst ihr halt umsetzen. Wer Platz hat, den Raum ausnutzen. Achtung, geht am Rei. Quay! Und vor. Ich. Nisan. Quay! Quay! So, jetzt kommen wir zur Hernidan. Da kommt der Yokogeri mit Uraken. Eins. Und Stoke. Vorgehen. Stoke. Stoke. Und Lukite. Gleich noch einmal. Yokogeri. Stoke. Und eins. Und zwei. Und drei. Nukite. Stärker. Eins. Zwei. Drei. Vier. Letztes Mal. Und eins. Eins. Zwei. Durchatmen. Schön. Gut. Jetzt machen wir 10 Raketensprünge. Wenn ihr im Wohnmietshaushalt das nicht könnt, macht halt nur Kniebeugen. Aber der Raketensprung sieht folgendermaßen aus. Ich gehe so tief runter, wie ich kann, habe die Hände hier beieinander und jetzt beim Hochgehen, wie so eine Rakete, die Hände zur Seite bringen. Ich probiere praktisch, in der Luft zu stehen. So richtig hoch. 10 Stück, alles klar? Leute, das wird hammerig. Oh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und 10. Schön. Und durchschnaufen. Und ein bisschen auslockern. Und immer wenn ihr denkt, es kann nicht schlimmer kommen, es kann. Schön. Gut. Zum Erholen, langsam, packen wir die zwei Dinge nochmal zusammen. Okay? Erste Bahn und zweite Bahn. Achtung, schön langsam, sauber. Jetzt auf Sauberkeit achten. Und den Körper erholen lassen. Eins, geht einmal rein. Die drei Agehucke. Eins, zwei, drei. Und der zweite Teil von der Niederen jetzt. Ne? Und eins, und zwei, und drei, und vier. Yummy! Gut, haben wir wieder Luft. So. Jetzt machen wir stärker, Teil 1, Teil 2, dann hängen wir die Sandan dran. Bis dahin, bis zur Sandan, sollten alle von euch die Kata Minimum können. Sonst müsst ihr gucken, wie ihr euch durchquält. Also das ist jetzt schon ein bisschen mal oberstufenorientiert, Mittel- bis Oberstufen. Ja? Achtung, wir sind soweit. Etwas kräftig, ja? Gegenbereich und die 3 A-Gehucke im schönen Timing. Ich zähle und eins, zwei, drei, vier, jai. Zweiter Teil kommt hier nieder. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt die Sandan. Geht los, Morotte-Uke, Nukite. Eindrehen schön, über den Rücken streichen, Tetsui und Oizki. Von hier wieder. Morotte-Uke, Nukite. Eindrehen und Oizki. Jetzt scharf, machen wir noch zweimal. Ich. Nie. San Chi Kai.
Letztes Mal wieder mit Marotte-Hucke geht's los. Ich nicht Sanchi. Oh ja. Und Nade. Und durchatmen. Schön. Jetzt müsste es schon ein bisschen warm sein. Gut. Jetzt gehen wir wieder zu unseren Kniebeugen. Nicht die Sprünge, sondern die Kniebeugen. Und bei den Kniebeugen, wenn wir hochkommen, ich kenne das so aus dem Qigong, da soll man sich durch sich strahlen lassen. Ja, versucht dabei mal wirklich groß zu werden. Selbst die Finger spreizen sich, soweit es geht. Versuch richtig groß und dann wieder zusammen. Ja, Achtung, 10 Stück davon. Ja, und 1 und groß. 2, groß, 3, schön groß werden, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Zum Erholen bauen wir alle drei Teile zusammen langsam. Platz haben und geh dann bei Agiuke, Agiuke, Agiuke. Yokogeri Uraken, Stoke, Stoke, Nukite. Morotte-Uke, Nukite, eindrehen und Oinski. Jawohl, das war zum Erholen. So, jetzt müssen wir es wieder stark machen oder halb stark und dann setzen wir die Yonnan-Oppe drauf, okay? Freude, wer Yonnan jetzt nimmer kann entweder probieren, da mitzuschwimmen, was ich aber nicht so ein Fan von bin, aber kann es ja nicht verbieten, oder einfach unterbrechen und Pause machen oder nochmal ein anderes Element aus der vorherigen Kata wiederhole. Aber nicht, dass euch was Falsches ein, ihr müsst das selber entscheiden. Aber heute geht es ein bisschen mehr als ums Powern, okay? Also, wir sind parat, ihr müsst jetzt wirklich, wirklich Gas geben wollen für die Bahn, okay? Wie wenn ihr in der Prüfung wärt, schön stark, anstrengen wollen. Achtung, die Herren schultern. Und 1, 2, 3, 4, 5. Die Niederarm. 1, 2, 3, 4, 5. Die Sandarm. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Jetzt kommt die Yonnan. Wir erinnern uns, wenn wir in der Haltung da sind, vorwärts mit Chuchiuke. 1. Und Morotte-Uke 2. Jetzt kommen die Yokogeris, Uraken und Enpi. 1 und 1. Zur anderen Seite 2. Öffnen. Schön schlagen. 3, 4 und 5. Und von hier wieder. Chuchi-Uke. Jetzt in die andere Richtung. 1, Chuchi. Chu ist 10 und Ji heißt Zeichen, so wie Kanji, heißt ein Block wie das Zeichen 10, weil die 10 wird wie ein Kreuz geschrieben, ja, Kreuzblock. Und vor 2, die Yokogeris. 1, 2, öffnen, 3 und 4. So. Noch zweimal. Jetzt wollen wir wieder stärker werden, okay? Deutlich an Geschwindigkeit. Ich. Nee. San. Shi. Dorok. Shich und Hatsch. Letzte. Jetzt Vollgas. Ich. Nee. San. Shi. Dorok, Chich und Hatsch.
Ausdauer ein bisschen in Bewegung gekommen sein und langsam schon ein bisschen warm werden. Jetzt wird's hart. Jetzt kommen die Raketensprünge wieder. Okay? Noch einmal, eine Rakete ist was Dynamisches, wie wenn das Feuer an der Seite aus der Düse rauskommt. Und nicht wie so ein Frosch nach oben gehen. Also wirklich eine Anspannung im Körper suchen, wenn wir nach oben gehen. Nur dann wird es anstrengend. Alles klar, mir graut selber davor, aber da müssen wir durch. 10 Stück. Achtung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und zur Ruhe. Schön. Und merken, wie es blitzelt. Und ein bisschen wie ein Tiger im Käfig laufen. Durchschnaufen dabei. Schön. Ja, einfach mal sagen, da gehen wir durch. Gut. Jetzt wieder. Es ist ganz wichtig, im Karate gibt es enge Bewegungen und große Bewegungen. Es gibt langsame und schnell. Ja? Es gibt schnell, klein, langsam, groß, was ist das dritte? Egal. Was mir jetzt wichtig ist, dass wir ganz geschmeidig uns bewegen. Okay? Ganz geschmeidig. Ja, stark, schwach, lang, kurz. Schnell, langsam. So, jetzt schön ruhig zur Atem kommen. Versucht Shotokan-typisch groß euch zu bewegen. Ich muss auch meinen ganzen Raum nutzen. Achtung, Herrn Shodan, ja. 1, 2, 3, 4. Das können wir alle. Die Niedern. Und 1, 2, 3, 4. Die Sandan. 1, 2, 3, 4. Die Yondan. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 und 8. Und ja, schön. Das war zum Erholen. Aktives Erholen, nicht nur rumsitzen. Jetzt setzen wir die Godan oben drauf, okay? Die ersten 4 Teile stark. Dann machen wir die Godan 2-mal langsam. Und dann machen wir sie auch noch mal stark hinten dran. Okay. Parat? Sind wir nur euer Wille? Ja? Wir sind soweit. Her an Schultern. Ja, geht ja mit jedem Bereich schon los. Achtung. Und 1, 2, 3, Kier, klein. Also wenn ihr Kier machen könnt bei euch in der Wohnung, dann macht ihn auch. Ja? Es geht weiter mit den Niedern. 1, 2, 3, 4, klein. Die Sandan. 1, 2, 3, 4. Die Yondan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und die Godan, Achtung, jetzt rechts rumdrehen. Morotte Uke. Vorwärts. Chuchiuke, hoch an die Brust, nach vorne, runterbrechen, nur bis zum Ellbogen, nicht da, bis da. Von hier, die nächste Technik heißt Tsugiuke. Es ist also kein Block, es ist auch kein Stoß, es ist eine Mischung. Ich blocke und stoße gleichzeitig nach vorne, macht so ein kleines Schlänger.
und dann der alte Oizuki. Wow. Ja, jetzt von hier rum wieder Morotte-Uke. Entschuldigung, jetzt müssen wir hier noch rumgehen. Achtung, Morotte-Uke, Chuchi-Uke, an die Brust, hoch, rum und vor. Ja, rechts rum müssen wir drehen immer. Morotte-Uke, Chuchi-Uke, nach oben, rum, vor, rum. So, jetzt machen wir zweimal noch stark. Ja? Denkt dran, wir müssen rechts rumdrehen. Achtung. Ich, Ni, San, Shiba, Kai. Letzter, wieder rechts rumdrehen. Ich, Ni, San, Shiba, Kai. Und ja, und nade. Gut, und wieder durchschnaufen. Schön, jetzt kommen wieder die Kniebeugen. Schön groß werden und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Und durchschnaufen. So, letztes Mal. Dann nochmal die Raketensprünge. Da machen wir eine Pause. Okay? So, wichtig ist, ich zähle jetzt nur Hep oder Start oder Hatsche, ne? Und wir machen die ganze Bahn durch. Selbstständig. Wie? Selbstständig. Immer eine Bahn. Ich zeige euch, wenn ich fünfmal Startkommando gebe. Versucht euch bitte nicht zu schonen. Findet den Platz, den ihr braucht und arbeitet mit mir. Okay? Wir sind parat. Erste Bahn. Trip! Sitze, wenn der Platz einfach nicht langt. Bei mir ist es halt welche die Kamera, bei euch wahrscheinlich wie ein kaltes Buffet oder ein Hund, der auf dem Sofa liegt und zuguckt. Okay, Leute, die Sprünge. Achtung, und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9 und 10. Gut, und durchschnaufen. Also Sprung ist natürlich anstrengend wie die Sau, aber das ist halt auch das, was uns Power bringt. Uns rausdrängen lässt in den Angriff, in den Gegner. So, jetzt tun wir mal eh so schnaufen, wo nichts trinken können. Die Hüfte ein bisschen bewegen. Die Knie ein bisschen bewegen. Wechsel. Und die Schultern. Okay, jetzt machen wir eine gute Minute Pause. Hey, was? Wir sind wieder da. Gut, das war jetzt so die Gymnastik. Ja, weil jetzt fangen wir mit dem Krafttraining an. Wichtig für unseren Körper,
als Ganzkörperübung ist der Liegestütz. Da beißt die Maus kein Fahrrad ab, okay? Wir werden jetzt so anfangs, ich sage 10, ich zähle bis auf 10. Ihr macht in der Zeit so viel ihr könnt. Wenn ihr nur 4 macht, ist gut. Wenn ihr 20 macht, ist genauso gut. Ich mache 10, das passt mir gerade für das, was ich vorhabe. Es werden insgesamt 4 Sätze werden mit jeweils 10 Stück, okay? Wichtig ist, dass man ein schönes Ganzkörpergefühl habe. Und wenn wir sie noch nicht können, wenn ihr irgendwelche noch nicht so weit sind, dann legt ihr euch ab und drückt wieder. Aber wichtig ist, dass wir probieren, wie schaffe ich es, meinen ganzen Körper in Anstrengung zu bringen. Und der Liegestütz ist nicht das Anstrengende, was ich heute mit euch vorhabe. Ja, der ist nur der Spaß davor. Okay? Ich zähle bis 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Und hoch. Schön. So. Jetzt Achtung, jetzt wird es ein bisschen schon besser. Von hier geht am Bereich Kamai. Das linke Bein ist vorne. Wir gehen vor mit Oizuki. 1. Und jetzt gehen wir zurück mit Akeuke. 2. Immer wieder das vordere Bein belasten. Oizuki 1. Ich gehe ein bisschen weiter vor. Und Akeuke 2. So, auf dem Weg zum Oizuki machen wir eine Kniebeuge. 1. Und jetzt auf dem Weg zum Akeuke auch. 2. 3. 4. Immer lächeln. 5. 6. Bis 10 geht's nur. 7. 8. 9. Und 10. Zurück. Yummy. Schön. Merkt es ein bisschen? Gut. Dann probieren wir gleich die andere Seite. Rechtes Bein vor, geht am Balai, Kamai. Oizuki ganz normal 1 und zurück 2. Jetzt probieren wir, wer Power hat, ein bisschen rein zu explodieren. 3 und zurück 4. Und das gleiche dann auch mit der Kniebeuge. 1 und vorne. Also nicht runter und hoch, sondern runter und vor, runter und zurück. 3 vor, 4 zurück, 5 vor, 6 zurück, 7 vor, 8 zurück, 9 vor, 10 zurück. Und ja, und nach. Schön. Und auslockern. Beine. Gut. Ich gebe euch jetzt 5 Zähler, wo ihr einfach macht, wo es euch gut tut. Ja? 1, 2, 3, 4, und 5. Schön. Jetzt zum Auslockern machen wir es einfach ganz locker in der Vorwärtsbewegung, aber mit Maigeri. Ihr braucht, wäre ganz toll, wenn ihr 2 Schritte hinkriegt. Ja? Also bitte auf Position gehen für Maigeri. Das ist jetzt so das Lockern dazwischen drin. Ja? Maigeri 1. Maigeri 2. Rückwärts, Akeuke 1. Akeuke 2. Vorwärts, Maigeri Tsuki 1. Tsuki. Maigeri Tsuki. Rückwärts, Akeuke Gyaketsuki 1. Pam. Nur wer kann. Ansonsten nur Akeuke, lang mehr auch. Und 2. Tam, tam. Letzte von der Lockerung. Maigeri, Doppelzuki und rückwärts Akeuke, Maigeri, Gyaketsuki. Also vor,
Maigeri, Doppelzuki, noch einmal, eins, pam, pam, und zurück, eins, locker treten, tam, und zwei, locker treten, tam, und yummy, und Nawate, schön, das ist unsere Lockerungsübung. Jetzt wieder Kraft, okay? Wir fangen an mit Liegestützen. Immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ich zähle 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Wir sind soweit. Geht am Balai Kamae. Wieder Druck nach vorne spüren mit eurem Oizuki. Eins. Wirklich nach vorne wollen. Das ist das Entscheidende. Wenn ihr jetzt nur so lahme Schritte macht, da habt ihr nichts davon. Sondern wirklich vor. Wow. Und gehen wir zurück mit Uchi-Uke. Zwei. Vor, drei, zurück, vier, okay? Bis 10 mit Kniebeugen und wieder Druck in die Richtung bringen. Eins, vor, zwei, zurück, drei, vor, vier, zurück, fünf, vor, sechs, zurück, sieben, vor, 8 zurück, 9 vor, 10 zurück und ja, selbst mein Hund möchte damit machen, okay? Bisschen locker. Und die andere Seite, ja? Wenn ihr ins Schnaufen kommt, das ist gewollt. Ich zähle dir noch dazu, ja? Ihr habt es ja einfach. Stehen. Druck von vorholen. Eins, zurück, Uchi-Uke. Zwei, zurück. Mit Kniebeuge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, ja, und ja, und gut, und durchschnaufen. Das ist nicht ohne, gell? Aber man kommt rein in die Bewegung. Und mit der Zeit wird es ganz einfach. Irgendwann wird es sein, dass ihr in der Alte geht, wenn ihr mal wieder auf und geht einkaufen mit einer Kniebeuge zwischendrin. Noch was, schaut doch mal her. Wo zeige ich euch nachher erst? Jetzt machen wir die Lockerungsübung. Jetzt machen wir mal Washigiri. Okay, vorher haben wir Maigiri gemacht. Jetzt machen wir mal Washigiri. Kampfstellung. Zwei Schritte vor. Schön darauf achten, dass der von außen kommt. Ja? Eins. Noch einer. Und zwei. Das ist zum Locken. Uchi-Uke zurück. Eins und zwei. Jetzt wer kann Mawashi mit Yakizuki. Eins und zwei. Uchi-Uke Yakizuki. Eins, zwei. So, letzte. Mawashi-Geri Uraken Yakizuki. Wenn ihr das nicht könnt, macht ihr einfach nur Mawashi. Und wenn ihr den nicht könnt, macht ihr Maigeri. Ganz egal. Nur in Bewegung bleiben. Achtung. Eins. Tam, tam. Zwei. Tam, tam, tam. Jetzt habe ich ein zu viel. Gut. Und rückwärts. Uchi-Uke. Kisame Yakizuki. Eins. Wer kann? Und sonst nur Uchi-Uke. Zwei. Tam, tam. Gut. Habt ihr gesehen, wie man was hier schön wiederkommt? Ja? Zur Ehren von Angesehen, das machen wir noch einmal, okay? Und eins, tam, tam, noch einmal, zwei, pam, 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 und zurück, eins,
Tam Tam. Zwei. Tam Tam. Und Yummy. Und Nati. Durchatmen. Gut. Schnapp ja. Okay. Ich bin vor ein paar Tagen 57 geworden. Will das aber nicht zugeben. Also ich gestehe das meinem Körper nicht zu. Okay. Also dranbleiben, Leute. So, jetzt was ich euch erklären wollte. Schaut mal von der Seite her. Nicht runter hochgehen und da stehen, sondern von hier das Gefühl wie der Raketensprung, wo wir vorhin geübt haben. Ja? Also ich gehe runter und will vor, wirklich rein. Runter und raus aus der Technik. Ja? Da habt ihr Maximum Anstrengung. Maximum Effekt. Okay? Wir wollen. Parat. Wir brauchen einen Schritt vor. Liegestütze. 10 Stück. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lächeln. 9 und 10. Immer lächeln, ja? Immer, immer lächeln. Den Boden anlächeln. Das bringt uns weiter. Gut. Satz Nummer 3. Aha. Geht da mal rein. Kamal. Vorwärts gehen. Oizuki. Weit vorwohl. Eins. Jetzt sind wir schon schön warm. Zurück von außen. Sudoku. Und zwei. Und zurück. Okay. Stark. Mit Kniebeuge. Druckvoll. Ich zähle nur bis 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jo. Hier ist auch immer so immer leichter. Also, nachher nehmen wir noch Gewicht drauf. Schön locker. Andere Seite. Im Schnaufen bleiben. Geht aber gleich Kamai. Oizuki 1. Sudoku 2. 3. Und 4. Mit Kniebeuge. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, letzte, 9, 10, und nach durch. Schön. Aufgepasst, wenn wir jetzt den Yoko-Geri machen, das darf kein Mawashi-Geri werden. Um es von vorne zu zeigen, mein Mawashi-Geri kommt von außen. Mein Yoko-Geri kommt von hier. Also auch wenn wir es jetzt zum Lockern machen, Mawashi kommt von außen. Zum Yoko-Geri ziehe ich hier das Knie an, leicht schräg über meine Körpermitte und dann komme da nach vorne. Ich zeige es noch zur Seite von mir, also Mawashi-Geri kommt kreisend und Yoko-Geri geht über meine Körpermitte das Knie und nach vorne schieben. Und ganz wichtig, wenn ihr den Yoko-Geri ausgefahren habt, nicht zurückschnappen wie ein Mawashi, sondern nach dem Tritt wieder zurückziehen, wie ihr ihn rangeholt habt. Ihr könnt euch das so vergleichen, wenn ihr in eine Röhre reinschlagt, so wie meine Faust reingeht, auf dem Weg muss sie raus.
Wie mein Maigeri reingeht, so muss er raus. Und genauso der Yokogeri. So wie ich den in das Rohr reintrete, in das große, da muss er wieder raus. Der Mawashi, der schlägt außen an, der kommt anders, der kommt gar nicht in das Rohr rein. Schön, wir sind soweit. Also Yokogeri vor, Ushirogeri zurück. Okay, tief stehen, bisschen Lächeln im Gesicht, Spaß an der Bewegung. Yokogeri, eins, noch einer, zwei. Rückwärts, Sudoku. Eins, zwei. Jetzt machen wir Gyakitsugi dazu, okay? Und eins, pam. Zwei, tjam. Auch beim Rückwärts gehen Gyakitsugi dazu. Eins, zwei. Schön. Und jetzt machen wir sogar Uraken-Gyakitsugi dazu. Eins, tam, tam, zwei, tam, tam. Und hier jetzt der Sodoku Gyakitsugi, oder wer kann, macht diese MP-Uraken-Kombination. Eins und zwei. Yummy. Und schön. Das war's zum Lockern, zum Lösen. Wir kommen zu unserem letzten Satz, okay? Noch einmal anstrengen wollen. Bei den Liegestützen schon schöner machen als bisher, wenn das noch geht. Und natürlich auch bei der Tannenrennquerübung. Okay? Fertig. Liegestütze. Position. Ich, Ni, San, Shi, Go, Rock, Shich, Hatch, Kyu, Chu. Jetzt sind die Beine dran. Stehen. Geh dann bereit. Come on. So, nach vorne wollen, kommt auf mich zu, los. Eins, stehen. Geht am Bereich zurück. Zwei, drei, vier. Und jetzt nicht der Anstrengung ausweichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut. Yummy. Na, holle. Bisschen lösen. Eine Seite haben wir noch. Durchbeißen. Schwach sein ist einfach. Stark sein ist es. Fertig. Und geh am Reihe. Oizuki 1 und 2, groß, 1 und 2, mit Knie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und ja, und na, gut, durchschlafen. Ja, jetzt machen wir zum Lockern Ushirogeri. Versucht's, passt auf, dass ihr nichts vom Tisch dreht. So. Die Wohnzimmervase oder die alte Minvase oder die Urne von der Großmutter, ja. Also aufpassen, wohin ihr tretet. Wenn ihr es gar nicht könnt, macht doch Maigeri oder Mawashigeri. Egal was. Auf jeden Fall machen wir alle einen Tritt jetzt nach vorne. Und die, wo können, machen Ushirogeri. Eins. Gut. Auch hier zwei Stück. Zwei.
Schön. Jetzt gehen wir zurück mit Gedanken. Eins und zwei. So, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. So. Jetzt probieren wir an unsere Beintechnik, egal wer ich hier mache, einen Zugi dran zu setzen. Eins, Zugi. Zwei. Schön. Rückwärts geht dann bereit, die Jacke zu gehen. Eins. Zwei. So. Jetzt kommt die Krönung. Wer kann, lässt es dabei. Die Romero-Rolle gehen rum mit Ushirogeri. Machen geht dann bereit. Uraken zu Kopf und Jacke zu gehen. Also, Ushirogeri. Geht dann bereit, dann hoch. Uraken und in die Mitte Jacke zu gehen. Noch einmal zum Schauen. Ushiro Geri. Geht am Bereich. Uraken. Jacke zu gehen. Das sind Teile aus meinem höchstgeheimen Tatsunomi Akiron. Aber heute mache ich es mal ein bisschen publik, damit ihr seht, was wir hier so für Ideen haben im Tatsunomi Dojo. Achtung! Flüssig. Ushiro Geri. Geht am Bereich. Uraken. Jacke zu gehen. Wer kann's? Eins. Und noch einmal, zwei. Jetzt zurück, geh dann bereit, Jacke zu gehen oder geh dann bereit, Uraken Jacke zu gehen. Eins. Und der letzte, zwei. Yummy. Und Nacht. Gut, durchschlafen. Wir sind fast am Ende. Und jetzt möchte ich heute einmal für die Oberstufe es beenden, indem wir Techie machen. Okay? Dazu bitte ich euch jetzt, euch so zu stellen in eurem Raum, vielleicht zwischen Buffet und im Sessel, dass wir querlaufen können. Ja? Ich zähle sie und diejenigen von euch, Farb- oder Unterstufe, einfach eine Pause machen, gar nichts machen. Aber ich wurde gebeten von einem jungen Mann, der dieselbe Frisur hat wie ich aus meinem Dojo, doch auch mal die Techie wieder zu machen. Und wir sehen uns ja nicht, darum machen wir es jetzt hier zusammen, okay? Die anderen, bitte Pause, für euch machen wir dann danach die Hernidan. Versprochen, okay? Techie, Hernodan, Hernidan, nochmal Techie, Training vorbei. Diejenigen, wo die Techie nicht können, nicht immer mitmachen. Schaut sie euch an und genießt sie. Hey! Füße zusammen. Ring. Joi. Ansagen. Teki Shodan. Joi. Füße zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt zählt sein Kopf. Eins und zwei, drei und vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, Kopf, 6, 7, 8, 9, 1 und 2. Yummy! Und Nauli! Gut! Jetzt die anderen alle, bitte den Platz so finden, dass ihr arbeiten könnt. Ich persönlich mache mir es ganz schwer, ich mache es auf der Stelle. So ähnlich hat auch der Bambi und der Vize mit euch schon gearbeitet. Ich probiere es mal ganz auf der Stelle zu machen. Okay? Einfach Platz finden, an die Bewegung erinnern. Her, wie dann? Und eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Yay! Und Nacht. Schön. Zum Abschluss vom heutigen Training noch einmal die Tiki Shodan. Denkt dran, wenn wir hier stehen, der Blick ist eine Zählzahl. 1, 2, 3, 4. Nen Huddel. Stark. Tief sein, Hüfte benutzen. Wir haben euch alles gestärkt. Einsetzen. Schummeli. Joi. Tiki Shodan. Joi. Ich. Sanchi, Gora, Shich, Hach, Kyuchu, Ichni, Sanchi, Gora, Shich, Tachkyu, Chu, Ich, Ni, San, Shigo, Rak, Sich, Hachkyu, Chu, E. Yame. Now, Hand! Okay. Wir laufen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig werden. Halt. Setz. Sit up. Moxo. Mokso Yame Shomri Re Kiritz Re. Eine kleine Bitte an euch. Das geht noch eine Weile weiter so mit Online-Training und YouTube. Bitte haltet die Tradition bei. Ich trainiere auch nicht immer im Karateanzug. Wenn ich mit meinem Freund Troll zusammen trainiere, machen wir es nur in Turnhose, weil das ist hauptsächlich Krafttraining drin. Aber ansonsten findet die Liebe zu eurem Karateanzug zurück. Ja? Im Karateanzug trainieren und macht auch die Rituale mit dem Verbeugen, wenn ihr euren Trainingsraum betretet und wenn es das Wohnzimmer oder die Küche ist. Macht ein Abgrüßen. Ich habe es eine Zeit nicht machen können, weil ich habe ein bisschen Thromboseproblem. Jetzt geht es aber scheinbar wieder. Ich zwinge mich dazu da rein, weil es einfach dazu gehört. Sonst, wenn wir die Höflichkeit verlieren, verlieren wir das Karate-Do, ja. Funakoshi-Sensei hat gesagt, Karate wa reni hachimari, reni owari koto wasrena. Das heißt, vergiss nie, Karate beginnt und endet mit Höflichkeit, ja. Also dieses hier, das ist so wichtig. Und wer schon bei Naka-Sensei trainiert hat, der weiß auch, wie das euch erdet. Im Gegensatz zu, oh, fangen wir mal an, ja, sondern ey, dieses... Die Erdung, die ihr dadurch habt, diese Energie, dieses Prana, ist unglaublich. Vor allem, wenn ihr älter werdet. Danke fürs Mitmachen und schreibt mir bitte Kommentare. Am liebsten in YouTube, ansonsten einfach per E-Mail. Dankeschön. Oss.